Ich finde, deine Musik klingt irgendwie sehr beseelt und lebendig und irgendwie interaktiv. Und ich habe mich gefragt, wie du das, also ob du das selber sozusagen irgendwie triggerst mit deiner Musik, mit deinem Spiel oder in der Bandarbeit und worauf es dir dabei ankommt. Also das irgendwie, dieses soulful Mood irgendwie, das rüberzubringen. Diese Lebendigkeit, wie hörst du das selber? Wie nimmst du das wahr? Ja, ist schwierig, meine ich, dass man kann ja nicht auf den Knopf drücken und dann geht das. Oder es gibt auch keinen Trick, dass das dann immer funktioniert. Ich weiß nur, sagen wir mal, die Voraussetzungen, damit das überhaupt passieren kann, den schaue ich, oder? Also im Sinn von, dass wir nicht Sachen spielen, wo wir eigentlich vor allem mit Spielen beschäftigt sind und gar kein Platz da ist, um was damit zu machen, eben. Oder? Also wenn die Stücke, wir proben manchmal Stücke ein halbes Jahr lang, aber spielen sie nie. Weißt, das ist einfach, das ist okay, aber das ist dann immer noch sehr komplexe Musik. Aber es passiert nichts. Oder auch schöne Stücke. Ich habe viele Stücke, die es nie schaffen, obwohl es ganz schöne Stücke sind, aber es passiert nichts, außer dass sie schön sind. Und dann, das reicht mir nicht. Interessant. Ja, das reicht mir nicht. Da fällt mir ein Ausspruch ein von Conny Bauer, dem Posaunisten, der gesagt hat, es sei ihm irgendwie, manchmal hat er nicht so Lust, zu Konzerten zu gehen, weil in den meisten Fällen sei es so, dass man zu Konzerten geht und den Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit zuguckt. Und das ist wahrscheinlich genau das Ding, was du beschreibst, wenn du sagst, hey, wir sind noch nicht so weit, wirklich Musik damit zu machen. Und das ist interessant zu hören, dass du damit irgendwie konsequent umgehst. Du sagst, hey, wir müssen an den Punkt kommen, wo wir wirklich Musik machen, damit das passieren Ja, kann. auch damit überhaupt für mich selber, also die rhythmischen Stücke, damit ich selber finde, das gibt einen Mehrwert. Weil eben nicht nur kompliziert zu spielen, ist für mich noch kein Mehrwert. Im Gegenteil, das kann sogar weniger spannend sein als was Einfaches, wo die Musik dann was damit machen können. Also der Mehrwert entsteht für mich erst, und das passiert an den guten Konzerten, dass die Leute, das ist auch dort, wo wir eigentlich die Begeisterung entfachen können beim Publikum, wenn sie merken, einerseits, boah, das ist schon kompliziert, irgendwo durch, was machen die da genau? Aber andererseits merken sie auch, aber die machen ja was sie wollen damit. Und nur manchmal merkt man dann, boah, die sind irgendwie zusammen, aber wie wir das machen, wissen sie nicht. Weil es eben diese Komplexität hat, aber die haben wir uns schon erarbeitet. Ja, aber irgendwie wirkt es bei dir nicht so, es ist nicht abgehoben. Also da würde ich gerne nochmal irgendwie drauf einsteigen. Also dieses Ding, so eine Art von eben, dass es irgendwie sehr, sehr warm, soulful klingt und dass man irgendwie eine Art von Zugänglichkeit zu deiner Musik hat. Wie schaffst du das denn? Also, weil das ist auch ein Ding, was oftmals im Jazz irgendwie so ein bisschen vernachlässigt wird, was ja auch kritisiert wird von teilweise von Zuhörern, irgendwie so, dass dieses Element im Jazz teilweise verloren gegangen ist. Und du hast das, finde ich, eindeutig in deinem Spiel. Und da würde mich mal interessieren, ist es einfach Intuition oder achtest du auf irgendwelche Sachen, was das betrifft? Ja, es ist schon, grundsätzlich ist es einfach mein Wunsch, dass das entsteht. Ich suche eigentlich diese Magie, sage ich, sage dem so, und kann dann auch enttäuscht sein, wenn es mir nicht gelingt. Und da habe ich gelernt, geduldig sein, es kommt vielleicht noch, nicht drücken und so, oder? Aber eigentlich suche ich weil ich suche den Zauber in der Musik, weil die Musik kann das. Mit zwei Tönen oder einem Ton oder einem Akkord. Das hat mich auch immer fasziniert an Keith Jarrett. Wenn man nur die Platte hört, denkt man, ja, aber wenn man ein Video sieht, also das ist mir sowas von eingefallen, als ich zum ersten Mal dann ein Video gesehen habe, er drückt die Hände runter und diese Magie ist da. Wie macht er das? Und ich denke, es hat natürlich, ich kann mich da gar nicht mit ihm vergleichen, will auch nicht, und er hat auch eine fantastische Technik, aber noch viel wichtiger ist, ich glaube ich, dass man das sucht. Und wenn ich das suche, mein Ausdruck soll dahin gehen und dann mache ich das, dann kann das auch entstehen. Ich muss das aber mittragen als Musiker, dass ich das suche. Und da versuche ich es nicht wegzugeben, indem ich irgendwas spiele,
Und da darf ich natürlich eben nicht versuchen zu brillieren, nicht versuchen abzuräumen, nicht versuchen zu beeindrucken und so. Das geht alles nicht, weil dann geht das alles irgendwo weg, oder? Und bei den rhythmischen Sachen auch, das ist irgendwo auch so für mich, dass ich versuche, was zu erfinden im Moment, was über alles, was wir bis jetzt gemacht haben, hinausgeht. Irgendwo. Also eine rhythmische Ecke zu finden, wo das Ganze irgendwo richtig was bewirkt, oder? Und wenn ich das finde, meine, bei der kommerziellen Musik ist es eine Hookline, oder, sagt man, oder? Die kann man dann 100-mal spielen und das lädt sich immer wieder auf. Und bei dieser Art von Musik ist vielleicht bei der komplexen, bei den Isorhythmen ist es weniger eine Hookline, sondern aber trotzdem irgendein Akzent, und den erfinde ich im Moment, suche ich ihn zumindest, der dann die ganze Band auch elektrisiert vielleicht. Und dann versuchen wir mit dem was zu machen. Und wie gesagt, manchmal trickse ich mich selber aus. Aber es ist ja völlig egal. Ich bin gerade da mit Miles Davis Quintett, die Aufnahmen studieren, habe auch einen Workshop gegeben. Ich meine, dort auf 70% aller Aufnahmen haben die Formen total abgefuckt. Ja. Aber die machen Wahnsinnsmusik damit und finden wieder rein. Und darum, mir ist es auch so, und das ist auch der Grund, warum die neue Besetzung für mich eine Offenbarung ist, ein Anfang, der sehr vielversprechend ist, weil diese beide sind rhythmisch super stark und auch furchtlos und haben Freude daran. Und da kommt auch niemand nach und sagt, ja, aber dort, nein, sondern jeder fliegt auch mal raus, das ist völlig egal, solange interessante Musik dabei entsteht. Und das ist schon eine große Herausforderung für einen Musiker, dass er das nicht nur spielt, sondern dass er auch während dem Spielen, wenn Zeugs passiert, dass er die ganze Zeit da furchtlos dabei ist und versucht, was zu machen. Und dann finde ich das super spannende Musik eigentlich.